Schönen guten Tag, Lena Meyer, mein Name. Von der Online-Service Point spreche ich mit dem Herrn Vladislav Da ist am Telefon, guten Tag. Schön, dass ich Sie erreicht habe, Herr G. Ja? Es geht um das VW Golf 7 Gewinnspiel, wo Sie sich da registriert haben. Ah, ja, ich erinnere mich. Diesbezüglich habe ich eine schöne Nachricht bekommen. Oh! Weil Sie haben es geschafft, von über 70.000 Teilnehmern ohne die letzten 20 ins Finale anzufangen. Wirklich? Denn wir haben 20 Preise, 20 Finalisten. Das bedeutet für Sie, dass Sie zu 100% gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Wie geil ist das denn? Ich dachte gerade, Vlad, wer ruft mich denn in der Mittagspause an? Gehst du mal besser nicht dran, aber geil. Vielen Dank, ich freue mich. Wie geil ist das denn? Was, habe ich jetzt das Auto gewonnen? Die Finale ist heute in 2 Monaten. Aber ich darf heute schon gratulieren, weil Ihnen ein mindestens 1000 Euro Wattgutschein garantiert. Ja, wie geil ist das denn? Hammergeil. Hammergeil. Dankeschön. Ich bin hier nur für die Preisvermittlung und dann zur Zustellung. Ja. Ich gehe ganz kurz die Preise durch, weil bei den ersten 2 Hauptplätzen dürfen Sie sich entscheiden, ob Sie den Sachpreis möchten oder den Gegenwert. Platz 1 wäre BMW X5. Oder 80.000 Euro im Bar, was hätten Sie denn gern? Also ich muss entscheiden, ob Geld oder Auto, richtig? Genau. Auto, bitte, Auto, unbedingt, deswegen habe ich da ja mitgemacht. Ich wollte ja das Auto haben. Okay. Platz 2 wäre ein Golfauto, VW oder 40.000, wieder das Auto. Welches Auto war das? VW Golfauto, Elektroauto. Blöd, was will ich mit, nein, das Geld bitte, was will ich mit Elektroauto? Dann das Bargeld? Ja, bitte, bitte, Bargeld. Da. Super, Platz 3 wäre eine Traumreise nach Las Vegas. Platz 4 und 5 sind Bargeldgewinne in Höhe von 3.000 und 1.500 Euro im Bar. Platz 6 bis 20 sind verschiedene Wertgutscheine, alle im Wert von 1.000 Euro. Das heißt, Sie haben eine 25%ige Chance auf eines der 5 Hauptpreise. Aber sollte es trotzdem nicht klappen, gibt es zu 100% eines dieser 1000 Euro Gutschein, das Ihnen garantiert. Das ist mega toll. In 10 Tagen erhalten Sie ein Schreiben, in dem auch ein Internet-Link und Passwort vorhanden ist, womit Sie die Finale auf unserer Webseite mitverfolgen können. Sie sind wohnen auf Paulina Straße 51 in Hamburg, ist das richtig? Ja, richtig, Hamburg, Hamburg. Und das Reise war Las Vegas. Und geboren sind Sie am 9.9.83. Genau, genau. Ist schon lange her inzwischen. Super. Und die Bedingung war ja auch, falls Sie einen garantierten Gewinn von 1000 Euro erzielen, was ja auch bei Ihnen der auf Fall ist. Auf jeden Fall. Dass Sie dann auch von unseren Sponsoren eine Zeitschrift für 12 Monate erhalten, damit Sie keine Steuern bezahlen. Bei einem Gewinn ab 500 Euro müssen Sie ja normalerweise 20% an Steuern zahlen. Was? So viel? Weil die deutsche Verlagshäuser das für Sie übernehmen. Eines unserer Hauptsponsor ist die Automotorsport. Soll es dabei bleiben oder soll ich was anderes nachschauen? Ah, das schon mal nicht schlecht, aber was gibt noch? Vielleicht gibt ja noch einen besseren. Vielleicht so Heft für mein Auto, wenn ich den gewinne? Oder Zeitung für Las Vegas? Weil Las Vegas wäre auch cool, Blöd. Weißt du, wir haben so große Auftrag gekriegt bei Firma und ich habe zu meinen Angestellten gesagt, komm, wenn wir das fertig haben, dann fliege ich mit euch bei Urlaub und Las Vegas wäre eigentlich geil, oder? Ist das für wie viele Leute genau. Ist das Reisen? Für 2 Personen, Herr Kreo. Und ist das dann all inclusive mit Hotel oder nur den Fliegen dahin? Genau, das ist ein Traumreis nach Las Vegas, da ist alles mit drin. Geile Nummer. Oh, ist das geil. Also ich muss für Sie eine Zeitschrift zur Seite legen, Herr Kirov. Ich hätte da Computer, Wissenschaft, Auto, Motor, Frauen, Lifestyle, Yellow Presse, Fernsehen oder Finanzen. Was ist denn? Was für Interessen haben Sie denn? Was ist denn Yellow Pressen? Was ist das? Das ist eine Frauenzeit. Ach so, ich dachte, das ist eine Kategorie. Ich oder Frau, Frau aktuell. Ich dachte vielleicht, dass meine Frau hat was zu lesen, dass die im Flugzeug nicht die ganze Zeit Klappe aufmacht. Vielleicht ist da gute was für Frauen drinnen.
Weil sie wissen ja, wie sie sind ja selber eine Frau, die können ja nicht aufhören zu reden. Richtig? Richtig. Da, ich sehe, wir verstehen uns. Das ist wunderbar. Von wo rufen Sie denn an? Ich rufe aus Hasloch an. Das ist in Rheinland-Pfalz. Wie heißt das? Hasenloch? Hasloch. Wie der Hass oder was? Genau, wie der Hass. Der Hass kommt ins Loch. Das ist gut. Hass, ja. Raus mit dem Hass. Wir brauchen viel mehr Liebe auf der Welt. Oder nicht? Ja. Ja, hallo? Ja, Hasloch, ja. Ja, habe ich verstanden. Ich fand nur den Namen so lustig. Entschuldigung. Kein Problem. Also, welche Sponsoren? Ich hätte da für Ihre Frau, die Frau aktuell. Soll ich die vermerken? Was, ich kenne mich mit Frauenzeitschriften gar nicht so aus. Das können Sie vielleicht mir ein bisschen beraten. Das weiß ich, was ist gut für meine Frau. Was mag denn Ihre Frau denn? Über Kochen? Na, ich koche bei uns. Meine Frau immer nur einkaufen. Einkaufen, oh, meine Frau... Ja, ich koche immer. Für mein Angestelltes bei Firma, ich kochen, für zu Hause, ich kochen. Und meine Frau mag das Pferden, meine Frau mag das Einkaufen, meine Frau mag das Musiken. Okay, und was kochen Sie gerne? Russische Spezialitäten? Natürlich, lecker Soljanka. Weißt du, kommt Kollege vorbei, sagt, mach ich Soljanka. Die wissen nie, was drin ist. Und wenn ich den nicht leiden kann, dann nehme ich das ganze alte Essen. Da, nein, ich werde doch nicht meine Freunde vergiften. Aber ich mag auch italienischen Essen sehr. Und das einfach so ganz normales deutschen Sachen wie so Steak oder Gulasch und Braten, das ist auch sehr lecker. Also Sie können alles kochen oder wie? Sie sind ein Koch? Na, Hobbykoch. Ich habe nicht gelernt und ich würde auch nicht von Beruf machen wollen, weil dann glaube ich, hätte ich keinen Spaß mehr dran. Aber so für Familie und fürs Angestellten, das macht viel Spaß, weil ich habe so Luftschifffirma. Kennen Sie Kirov Luftschiffe? Oh, kenne ich. Da, Kirov Luftschiffe. Damals groß in Russland gewesen und wo ist dann mit Juri hat ja alles kaputt gemacht und dann haben wir bei Deutschland neu angefangen und wunderbar läuft. Ganz viele Leute wollen haben. Ja? Was ist Ihr Lieblingsessen? Wenn ich das gewonnen habe, dann werde ich für Sie kochen, weil Sie sind mein Glücksfee. Okay, Lasagne. Lasagne, wow, das ist mein Spezialitäten. Oh, Sie werden lieben. Da komme ich auch vorbei, wenn Sie gewonnen haben, ne? Wie bitte? Da werde ich ja vorbeikommen. Wenn Sie gewonnen haben, dann würde ich auch vorbeikommen und ihr den Preis bringen. Ah, Sie bringen persönlich das Auto? Wenn Sie gewinnen werden, genau. Geil. Das ist, ja guck mal, da kann man... Meine Lasagne kochen, da, ne? Kann man das ja wunderbar verbinden. Dann Sie das Auto bringen und dann muss ich rechtzeitig Bescheid wissen, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Und dann kann ich das lecker Essen machen, das ist kein Problem. Und wenn Sie Lasagne mögen, kann ich Lasagne machen. Und dann stelle ich große Eimer daneben, dann können Sie immer weiter essen, bis nicht mehr geht und dann wieder von vorne anfangen. Okay. Das war jetzt böse, aber mit Essen soll man ja nicht spielen. Ach, ich freue mich so darauf. Aber wenn ich jetzt Auto gewinnen, kann ich nicht sagen, ich möchte Reise haben, dann muss ich den Auto nehmen, richtig? Genau. Ah, okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Ah, oh, das ist toll. Also, ich muss aber jetzt eine Zeitschrift für Sie zur Seite legen, Herr Kino. Oh. Wie wär's mit der Automotorsport? Hast du was mit Garten oder so? Weil ich viel bei Garten mache. Garten, da hätte ich da Freizeitrevue. Was für Dinger? Freizeitrevue. Ist das gut? Hat was mit Garten. Da ist mit Garten, ja, dann nehme ich das. Dann nehme ich das, weißt du, das kann meine Frau gucken, das kann ich gucken. Sonst einer beleidigt, weil sonst hat meine Frau was zu gucken, ich nicht zu gucken oder ich zu gucken und meine Frau nicht. Ich meine, meine Frau ist meiste Zeit bei Fabrik arbeiten, wie sich das gehört, aber die muss ja auch mal Freizeit haben und dann soll die was lesen können. Nicht nur essen. Genau. Genau. So machen wir das. Aus dem Freizeitrevue würde ich die nur zweimal im ganzen Jahr 50,70 € kosten. Wie jetzt? Ich dachte, ich habe das gewonnen. Sie haben ja auch gewonnen. Aber doch nicht, oder wie? Herr Giro, damit Ihr Gewinn auch steuerfrei bleibt, muss ich für Sie eine Zeitschrift zur Seite legen, die Sie nur zweimal im ganzen Jahr zahlen. Mehr auch. Was hat das mit Steuer zu tun? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden.
Also für die 20% Gewinnsteuer können wir nichts dafür. Ja, ja. Vor einigen Jahren durften sich die Gewinner noch aussuchen, ob sie einen Sponsoren haben wollen oder lieber die Steuern hinterlegen da. Müssen. Damals haben wir festgestellt, dass einige Gewinner sich die Steuern nicht leisten konnten. Seitdem wird es noch mit einem Sponsoren gemacht, der zu ihrem Vorteil ist, denn gewonnen haben sie ja bereits. Ja, das ist richtig, ich freue mich so. Und wenn ich jetzt so eine komische Zeitschrift nehme, dann dürfen die keine Steuer von mir verlangen? Genau, da, wie geil. Dann bleibt ihr Gewinn auch Steuern. Das habt ihr richtig gut gemacht, weißt du. Ich mache auch immer alles, was ich kann, Schwarzarbeit, weil will ich keine Steuer bezahlen. Na, das waren Sie gut. Ja, natürlich, warum soll ich der Merkel mein Geld geben? Die beleidigt Präsident Putin. Da kriegt genau, die kein Geld warum von mir. Beleidigen die die? Na, weil die Amerikaner sagen, der Russe ist der Böse. Und dann sagt auch Merkel, der Russe ist der Böse. Wenn der Amerikanski morgen sagt, Teddybär ist böse, dann sagt Merkel, Teddybär ist böse. Verstehst du? Politik. Man kann bei Politik nichts richtig doch, machen. Doch, draufschießen. Kalaschnikova und draufschießen, aber das darf man ja nicht machen. Und würde ich auch nie tun. Leider nicht. Aber ich habe ja meine Kirov-Luftschiffe, bläh. Das ist sowieso das Beste, was kann man haben. Bist du schon mal mit Luftschiff geflogen? Nein, bin ich nicht. Ich bin mit einem Flugzeug geflogen. Das ist ja was anderes, weißt du, Kirov-Luftschiffe, die sind sehr, sehr langsam, aber dafür können die halt sehr viel Bombenlast tragen und man hat halt den geilen Ausblick, weil das nicht so schnell ist und auch nicht so hoch fliegt. Und da kann man dann schön Filmaufnahmen machen oder eben in aller Ruhe das Ziel suchen und dann geht das richtig Bombenstimmung da oben. Da? Also, die Freizeitrevue da. Da ist in Ordnung, ist okay. Auto ist, was war das Auto wert? 80.000? Oder? Das Auto? Ja. Das Auto hat 80.000 Euro. Siehst du, was sind dann 50 was Euro? Was meinst du denn, das erste Platz? Da, ich meine, was sind dann 100 Euro für eine Zeitung? Das ist doch egal. Das kann man ruhig nehmen, dann. Nein, sie zahlen nur, 50 Euro und 70 Cent für die Zeitschrift, Herr Kirov. Nur zweimal. Ja, aber zweimal 50 ist doch 100. Ja, genau. 101 Euro und 40 Cent. Da der Euro 40 wird mich jetzt auch nicht mehr arm machen. Ich habe ja die Erdsammler laufen. Die bringen das schon wieder rein. Ist kein Problem. Genau. Also, Auto ist viel mehr wert. Also die Freizeitrevue, ist es in Ordnung? Da kann ich noch für meine Frau eine Zeitung dazu nehmen oder nur eine machen. So, Sie bekommen gleich einen zweiten Anruf von unserer Postabteilung. Da. Die dauert auch nur eine Minute. Okay. Die reden nicht so viel wie ich. Da wird Ihre Anschrift und Geburtsdatum noch einmal abgeglichen. Okay. Ohne Gewinn im Wert von mindestens 1000 Euro wird Ihnen nochmal bestätigt. Gut. Dass für die Freizeitrevue nur zweimal im Jahr abgebucht wird, weil Ihr Gewinn dadurch steuerfrei bleibt, wird auch nochmal kurz erwähnt. Für die Bargeldgewinne und die halbjährliche Abbuchung bräuchte ich noch die IBAN-Nummer, bitte. Da rufen die dann auch jetzt an, weil ich habe jetzt ja gerade Mittagspause, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Herr Kirov, damit ich Sie weiterleiten kann, brauche ich die IBAN-Nummer. Ja, aber wann rufen die an, die Kollegen? Ich rufe auch gleich, die Postabteilung ruft auch gleich an. Ah, okay, die machen das gleich, weil ich bin gleich wieder oben auf dem, genau. Auf dem Luftschiff drauf. Ich muss ja weitermachen. Also, können Sie aufschreiben? Ja, Herr. Ja, die DR26 300 700. Ist ja. Das ist mein Geschäftskonto? Ist das okay oder müssen Sie Privatkonto haben? Nein, es muss einfach ein Girokonto. Ja, das ist kein Problem. 100 ja. 378 95 ja. 1502. Ja? Ist da Rechnung dabei? Da kann ich das von Steuer absetzen? Da haben wir irgendwie ein Zahlendreher drin, nach der 10, also 0378 oder. Was? Wo? Nochmal? Also, wie lautet die Kontonummer nochmal? Also 03? Ja, 97. Also 03, 97. Dann 97, 95. 95 1 5
Null eins. 01. Na? Das ist die Deutsche Bank, ist das Deutsche richtig? Bank da. Super. Herr Gerow, noch einmal gut zuhören. Der zweite Anruf ist wichtig und zu Ihrer Da. Sicherheit, damit Sie zuerst das Schreiben erhalten und nicht die Zeit Gut. stimmt. Und Ihre persönlichen Angaben, wie die IBAN-Nummer, unter Datenschutzgesetz werden können. Und die letzten vier Zahlen der IBAN-Nummer durchgeben, kurz mit einem Ja bestätigen, damit ich Ihnen auch das Schreiben zuschicken kann. Okay. Sie möchte auch etwas sehen und nicht nur hören. Haben Sie soweit alles verstanden? Was war mit Hören und Sehen? Ich wollte nicht TV hören und sehen haben. Nein, Sie möchte auch etwas sehen und nicht nur hören. Sie möchte auch etwas lesen. Das verstehe ich nicht, was Sie sagen. Erklärung. Da? Damit ich Ihnen das Schreiben zuschicken kann, Ja? müssen Sie den zweiten Anruf kurz mit einem Ja bestätigen. Mehr auch Ach nicht. so, ja, okay, das habe ich verstanden. Haben Sie sonst noch Fragen? Also in 2 Monaten ist das Verlosung, richtig? Und Genau. wenn... Aber in 10 Tagen erhalten Sie ja schon das Ja, Schreiben. und wenn das Verlosung dann gewesen ist, wie lange dauert dann, bis Sie mit Auto kommen? Weil ich muss Plan bei Terminkalender machen. Sie erhalten ja das Schreiben, Herr Kirov. Da steht ja alles in dem Schreiben Ah, drinnen. wunderbar. Ich werde Sie ja nochmal anrufen, sobald Sie das Schreiben zur Hand Das halten. ist gut. Aber woher wissen Sie, wann ich den Brief bekommen habe? Sie erhalten den Brief per Anschreiben. Anschreiben, okay. Das Genau. mache ich auch immer so. Meine Kunden kriegen von mir immer ein Anschreiben. Ist ja auch viel sicherer. Wie viele Kollegen sind bei Ihnen, bei Firma? 20. 20. Können Sie mir Adresse geben? Ich schicke Sie Gutschein für Luftschiffrundfahrt, weil Sie mir so gut geholfen haben. Also Hauptstraße 10 in Hasloch. Hauptstraße 10, Hasenloch. Okay. Sind die Kollegen alle Genau. schwindelfrei? Ja. Gut. Sie können ja sagen von Kirov Luftschiffe, ich schicke Ihnen 20 Gutschein. Das ist bei, wo ist das bei Nordrhein-Westfalen bei Ihnen da? Nein, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Also der aktuelle Bauhof für die Luftschiffe ist bei Hannover, aber das ist ja nicht so weit. Vielleicht können Sie mal Betriebsausflug hierher machen. Dann dürfen Sie Rundfahrt machen. Ich Genau. werde dann meinen Kapitänmütze aufsetzen und dann werden wir Juris Rache nochmal erleben. Super, da würde ich mich ja Auf freuen. jeden Fall. Ich sage das meinen Azubi, der soll das bei Sie schicken. Ja, genau. Und wo ist es genau, Ihr Flugdienst, Ihr Kiro-Flug? Hannover In ist Hannover, aktueller achso. Bauhof, aber wir haben mobile Bauhof, das kann sich auch ändern. Weil irgendwann ist das Okay, Erz halt das auch merke ich mir noch abgesammelt und so. dann müssen wir halt weiterziehen. Ist ja nicht weit von uns. Sehen Sie, deswegen, da kann man ja mal gucken, was man da macht. Genau, würde mich auch sehr Das ist interessieren. eine ganz tolle Geschichte. Gut, ich erlebe das jeden Tag, ich finde das mega toll, aber wenn man das noch gar nicht gesehen hat, allein so die Bombenblasen und die ganzen Turbinen und das schöne Gesicht, das drauf gemalt ist, ich liebe es. Herr Giroff, haben Sie es alles soweit verstanden? Ich muss ja auch gleich jetzt weiterleiten an unserer Nur, ich habe Postabteilung. alles verstanden. Haben Sie noch eine Frage für die Flugschiffrundfahrt? Nein, habe ich nicht. Sie schicken ja die Gutscheine her, Richtig, die schicke ich her. den Eintritt. Das ist erstmal jetzt für Dann nochmal. 2018. Wenn Sie erst nächstes Jahr fliegen können, dann müssen Sie mir bitte nochmal Bescheid sagen. Dann muss ich das anders machen. Aber die 2019-Gutscheine haben wir noch nicht, weil der scheiß Drucker hat mich betrogen. Ich habe ihm die Beine brechen lassen und habe nicht dran gedacht, dass der dann auch gar nicht mehr arbeiten kann. Nein, würde ich nicht machen. Gut. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Vielen Gewinn. Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag und sage dann bis bald. Der Anruf kommt auch gleich. Dankeschön. Auf Wiederhören. So. Meine lieben Freunde. Perfekt. Kirov Luftschiffe, bekannt aus Command & Conquer, Juris Rache unter anderem. Mal gucken, wie viele vom Callcenter ich eingeladen bekomme und ob wir die dann über irgendeinem Steinbruch abwerfen. Wir werden jetzt ja gleich den
Rückruf bekommen. Ich mache das jetzt hier mal als One-Tag. Und hier geht es jetzt eben darum, die versprechen dir den großen, großen Gewinn. Auto, Bargeld, Reise, was auch immer. Und du sollst nur in Anführungszeichen eine lächerliche Zeitschrift abonnieren, damit du die vermeintlichen Gewinnsteuern gar nicht zahlen musst. Die musst du in diesem Fall aber gar nicht zahlen, weil Gewinne aus solch einer Quelle, ich habe mir das mal von einem Steuerberater erläutern lassen, nicht unter die Einkommensarten fallen, die einkommenssteuerpflichtig sind. Das heißt, das ganze Gespräch baut auf einer Lüge auf und zielt nur darauf ab, euch eine möglichst teure Zeitschrift anzudrehen. Heißt, die machen jetzt 100 Euro, kriegen die Provision von der Zeitung. Die Zeitung freut sich, hat eine höhere Auflage vielleicht. Und ihr seid viel, viel Geld los. Und was die dann tatsächlich mit der natürlich falschen Kontonummer, die ich gegeben habe, abbuchen, das weiß man nicht. Mal gucken, wie sehr wir die kleine Dame oder das kleine Männchen, das uns jetzt gleich anruft, noch ärgern können. Und wie viel Zeit wir denn noch stehlen können, andere Menschen abzuzocken. Ich freue mich jetzt schon drauf, das wird ein schönes Video. Das hat viel drinnen von dem, was die machen. Das Lügen, oh, da ruft es wieder an, das müssen die sein. Das müssen die sein. Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag. Michaela Braun von der Kontrollabteilung. Samt mit der Frau Meier unterhalten. Sie hat uns geteilt, dass die Beziehung in 2 Monaten stattfinden wird. Ah, Sie sind die Frau von Lotto. Ja, guten Tag. Nein, nicht von Lotto. Ich bin für die Kontrolle hier. Da ja, aber die Firma, die hat die Verlosung machen. Das ist die Frau Meier, nicht ich. Ich bin für den Datenschutz hier. Ich habe nichts mit Gewinnspiel zu tun. Ich bin nur für die Kontrolle und Datenschutz. Ja, aber es ist doch gleiche Firma. Deswegen, ich wollte nur noch mal Danke sagen, weil ich mich so freue. Gleiche Firma. Gleiche Firma ist richtig, aber ich bin nur für die Kontrolle und Daten. Alles klar. Die Frau Meier ist ihre Sachbearbeiterin, hat uns geteilt, dass die Beziehung in 2 Monaten ist. 120 Gewinne steht sicher. Minimum Gewinn 1000 Euro wert Gutschein. Hat sie das so mitgeteilt? Hat sie mitgeteilt, aber ich habe ganz vergessen zu fragen, Gutschein wofür denn? Für Kino, für Baumarkt oder wofür ist das? Für Tankstelle? Hat sie die Gewinne nicht aufgezählt? Wissen Sie nicht, welche Gutscheine es sind? Oder wir haben die ganze Zeit über Las Vegas und über das Auto gesprochen. Wo Sie das jetzt sagen, fällt mir das gerade ein. Das weiß ich gar nicht, wofür der Gutschein ist. Ich habe auch gar nicht gefragt. Hat den Herr Kirov, Sie hätte es sagen müssen. Hat sie Ihnen die Gewinne nicht aufgezählt? Also sie hat Wertgutschein ist in Wert von 1000 Euro gesagt. Aber ist ja auch unwichtig. Ich kriege ja vielleicht ein Auto. Nein, ist wichtig. Ist wichtig? Das ist aber sehr wichtig, weil ich bin für die Kontrolle hier. Das muss alles richtig sein. Deswegen ist es sehr wichtig. Ah, können Sie mir dann bitte sagen? Hat sie gesagt, verschiedene Gutscheine wie Mediamarkt, Saturn, Tankgutschein, Reisegutschein? Nein, aber jetzt weiß ich das. Jetzt weiß ich das. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay, das ist auch kein Problem für Sie, dass Sie das nicht gesagt haben. Nein, ist egal. Ich will das Auto haben. Okay, dann nehme ich das auch so an. Werde den Datenabgleich auch weiterführen. Unser Gespräch wird aufgezeichnet. Ist das auch in Ordnung? Ja, ist es für Sie auch in Ordnung? Sie zeichnen das Gespräch auch. Alles klar. Sie zeichnen das Gespräch auch auf? Wenn ich das darf. Dann haben Sie das Gespräch mit der Frau Meier auch aufgezeichnet. Haben Sie das auch gesagt, dass Sie aufzeichnen? Nein, nein. Aber jetzt ist ja der wichtige Teil. Nein, ich bin nicht der wichtige Teil. Das Wichtige war Frau Meier. Ach so, okay, ja gut, jetzt kann man das nachträglich, kann man das ja nicht mehr machen. Sehen Sie, ich leite zurück an die Frau Meier. Ach, soll ich das dann nochmal mit ihr alles aufnehmen? Jetzt hat die aufgelegt, was ist das denn? Mal gucken, wie lange ich das noch in die Länge gezogen kriege. Jetzt ruft die andere gleich wieder an, Dimitri, oh nein, die hat das falsch verstanden und die war so unfreundlich, was ist denn los bei euch? Ich glaube, das wird eines der epischeren Gespräche und eines der besten seit langem. Das ist nicht so langweilig Strom oder Hundefutter oder möchtest du Gummihandschuhe für Kubefruchtung kaufen oder irgendwas. Das sind Hardcore-Betrüger hier, die jetzt einen auf seriös tun. Mal gucken, ob die überhaupt nochmal anrufen. Ich liebe es. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle, die immer fleißig zuhören, fleißig das Video teilen, bewerten, kommentieren. Das macht das Ganze für YouTube interessanter. Und natürlich einen besonders großen Dank an meine Patreons und die anderen aktiven Supporter, die mich eben darüber hinaus noch unterstützen. Durch euch macht das natürlich erst so richtig, richtig Bock. Und jetzt hat der Bock auf die Hörner zu nehmen, diese nette Frau. Vielleicht kriegen wir ja noch raus, wie sie wirklich heißt, weil Meier wird ja nicht ihr Name sein.
mal gucken, was hier losgeht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so tut, während ihr das Video hört. Und während ich hier zwangshaft diese Pause überbrücke, weil ich lieber One-Tags mache, anstatt stundenlang rumzuschneiden, zu rendern und hochzuladen, weil ich habe mir ja nie was zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, die hat keine Lust mehr.